Heute habe ich mal einen richtigen Klassiker hier auf dem Tisch stehen, und zwar einen guten alten Verstärker der Marke Kenwood. Genauer gesagt ist es ein Receiver, weil dieser Verstärker hat noch ein Radio mit eingebaut. Nicht nur der Verstärker ist klassisch, auch der Fehler, den das Gerät hat, ist ein absolut typischer Fehler, den viele dieser Geräte aus dieser Zeit noch haben. Und zwar kratzen hier die Potis und Regler, wenn man den Verstärker bedient. Und manchmal ist es auch so, wenn man hier oben drauf haut, dann setzt auch schon mal einer der Kanäle aus. Und wie man so einen Fehler ganz einfach beseitigen kann und ihr so ein Gerät noch viele, viele Jahre weiter benutzen könnt, darum geht es heute hier in meinem neuen Video. So ein Verstärker haben ja noch super viele Leute zu Hause rumstehen. Die nutzen den in der Garage zum Musik hören, im Partykeller oder auch im Wohnzimmer zum Betreiben ihrer Stereoanlage. Und dieser Fehler hier mit dem Aussetzen, ja, das ist halt ein sehr, sehr gängiger Fehler, genauso wie das Kratzen der Regler. Und diesen Fehler mit dem Aussetzen und Kratzen, ja, den kann man ganz einfach selber zu Hause beheben. Da gibt es nämlich so Reiniger für. Das ist nämlich hier einmal so ein Kontaktspray. Und dieses Kontaktspray, wenn das eingewirkt ist, dann kann man das hier mit einem Reinigungsmittel, mit Kontakt-WL, dann wieder rausspülen. Es gibt auch eine Menge Videos zu der Thematik, auch hier bei YouTube. Was mir aber aufgefallen ist bei diesen Videos, ist dann immer folgendes: Die gehen hin, nehmen das Spray, ja, sprühen das hier irgendwie rein, ne, und drehen hier so ein bisschen dran, so, und dann anschließend läuft der Verstärker wieder. Da kann ich euch nur eins sagen, das ist absolut nicht der Fall. Also wenn ihr so ein Video seht, da könnt ihr davon ausgehen, dass das eigentlich nicht direkt zur Behebung der Fehlerursache beiträgt. Ich erkläre euch auch warum. Weil so ein Poti, also das ist hier immer so ein typisches Beispiel für so einen Regler, einen Lautstärkeregler, der sitzt ja dann hier in dem Gerät drin, und da steckt ja hier vorne dieser Drehknopf drauf, an dem man drehen kann. Aber die eigentliche Elektronik oder das eigentliche Regelteil, das sitzt ja hier hinten in dem Gehäuse drin. Also so eine Schleifbahn drin, und da bewegt sich dann so ein Schleifer über eine Kontaktfläche. Ich habe hier ein Beispiel, da ist so ein Ding mal auseinandergenommen. Kann man wahrscheinlich hier nicht so richtig sehen, aber da, wenn man dran dreht, sieht man, wie sich dann so ein Schleifer hier über so eine Kontaktbahn bewegt. Ja, und diese Kontaktbahn, die wird einfach im Laufe der Jahre durch Korrosion beschädigt oder durch Rost, und dann kommt es zu diesem Kratzen oder auch Aussetzen. Ähnlich ist das dann auch, wenn man hier die Quellen umschaltet und dann ein Kanal zum Beispiel ausfällt. Dann hat man hier auch so einen Drehschalter. Ne, da kommt dann hier vorne diese Achse mit dem Drehknopf drauf, und dann hat man hier halt diese Schalterkontakte. Und wenn man dann dreht, ne, dann schaltet er halt die Eingänge hier von Radio auf CD oder auf Plattenspieler um. Ja, und wenn hier Korrosion drin ist, dann kann der natürlich auch aussetzen. Heißt also, wenn man jetzt dieses Spray nimmt und dann hier vorne reinsprüht, ja, da kommt man ja immer nur hier auf den Knopf drauf. Das heißt, die Suppe, die läuft hier auf den Knopf, irgendwo hier hinterm Gehäuse läuft die dann runter. Aber an die eigentliche Stelle, diese Schleifstelle, die hier hinten drin ist, da kommt das Spray so natürlich nicht dran. Da könnt ihr die halbe Flasche reinkippen und es passiert nichts. Weil wenn man das Ganze mal genau betrachtet, dann haben solche Regler hier, diese Beispiele, die haben hier oben so zwei kleine Öffnungen. Und das ist natürlich schön, wenn man diese Öffnung findet oder auch hier unten diese Öffnung hat. Dann kann man dann hier mit dem kleinen Röhrchen, was hier an der Spraydose dran ist, versuchen, da reinzukommen. Und dann gibt man da so zwei, drei kleine kurze Stöße von diesem Mittel rein, lässt das einwirken, und dann kann man das hier auch durch Bewegen ein bisschen im Regler verteilen. Und nach einer kurzen Einwirkzeit, dann nimmt man das hier und spült den Kram wieder raus. Weil wenn man dieses Kontaktspray dauerhaft drinnen lässt, ne, dann hat das nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Er fängt nämlich wieder neu an zu korrodieren, weil diese Reste, die bleiben ja dann drinnen. Und die müssen einfach mit dem Zeug wieder rausgespült werden, damit es richtig ist. Und wie man das im Detail jetzt anwendet, schauen wir uns hier am Beispiel dieses Gerätes mal an. Funktioniert natürlich auch bei allen anderen Geräten aus dieser Zeit, 80er, 90er oder auch 2000er Jahre, wenn die so normale analoge Regler haben. Ne? Egal, ob das jetzt ein Akai, ein Pioneer, ein Saba oder was weiß ich, XY-Verstärker ist. Aufbauprinzip ist alles das gleiche. Auch das Zerlegen eines solchen Gerätes ist fast immer identisch. Wir haben dann nämlich hier an der Seite, da sitzen da so ein paar Kreuzschrauben, und auf der Rückseite sitzen auch noch so ein paar kleine Kreuzschrauben. Die löst man dann einfach ab, und dann hat man so einen Verstärker auch schon fast zerlegt. Ich nehme den jetzt mal auseinander, und dann gucken wir das Ganze uns mal im Detail hier im Inneren des Gerätes an. Und bevor man jetzt den Deckel abnimmt, natürlich das Wichtigste: Wir arbeiten immer spannungslos, also Stecker vorher rausziehen. Den Deckel hier kann man dann ganz einfach so nach oben hin vom Gerät wegnehmen.
Jetzt haben wir hier freien Zugang auf die Elektronik und dann sieht man hier, wo ich mit dem Schraubenzieher hinzeige, diese weißen Kästen. Das sind die Schaltkontakte von den Lautsprecherschaltern. Diese zwei kleinen schwarzen Kästen hier, das sind die Schalter vom Radio. Und dann hat er hier unten, das kann man leider sehr, sehr schlecht sehen, hier sitzt dann das Lautstärke-Poti drunter. Und unterhalb dieser Platine, da sitzen die anderen Regler. Und dann haben wir hier unten an der Stelle, haben wir dann das Poti für die Höhenregelung. Und hier sieht man dann so ein bisschen das Poti für die Bassregelung. Und dieser schwarze Punkt, das ist nämlich so ein kleines Loch. Und da kann man nämlich dieses Reinigungsspray, also das Kontaktspray, ganz leicht reinsprühen. Und dann kommt es genau dahin, wo es hin soll, nämlich an die Schleifbahn. Nachdem jetzt das Spray auf den Reglern ist, ja, dann kann man natürlich hier vorne hingehen und die Regler ein bisschen bewegen. Dieses Bewegen, das führt dann dazu, dass sich das Mittel gleichmäßig hier auf der Kontaktfläche verteilt. Diese Schalter hier, die betätigt man auch ein paar Mal. Somit kann sich das Mittel auch hier perfekt einarbeiten und die ganzen Kontaktflächen schön reinigen. Der Zugang zu dem Lautstärkeregler ist bei diesem Gerät hier ein bisschen schwierig, aber ich habe gesehen, dass er hier unten so Schlitze hat. Und da kommt man direkt hier mit dem Sprühröhrchen in das Lautstärke-Poti rein und kann dann dieses Reinigungsmittel perfekt hier anwenden. Hier bei dem Gerät habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Potis und Schalter abends eingesprüht habe. Und jetzt habe ich das über Nacht ein paar Stunden einwirken lassen. Und da kann man das jetzt hier am nächsten Morgen mit dem Reinigungsmittel hier, mit dem Kontakt WL, einfach wieder schön sauber machen und reinigen. Das sprüht man auch hier auf die Regler und Schalter drauf und spült das Kontakt 60 und die Korrosion damit weg. Anschließend noch ein kleines bisschen bewegen, so dass sich auch das Reinigungsmittel super verteilen kann. Der Besitzer des Gerätes hat mich noch gebeten, mal nach der Beleuchtung zu schauen, weil diese Skala hier, die hat nämlich an der Seite so eine Skalenbeleuchtung und auch hier diese Anzeige, die sich dann bewegt, wenn man hier abstimmt, die müsste normalerweise grünlich leuchten. Da sitzt nämlich hier auch so eine kleine Glühbirne und ich gehe mal davon aus, dass die Glühbirnen beide kaputt sind. Heißt also, die tausche ich jetzt noch aus und dann hat der Besitzer hier wieder ein schönes Gerät im Wohnzimmer stehen. So, die Birnchen hier, die habe ich jetzt beide erneuert. Hier kommt so eine kleine 12 Volt Glühlampe rein und hier kommt so eine 12 Volt Startglühlampe rein. Die Beleuchtung funktioniert wieder einmal frei. Man kann hier den Skalenzeiger schön sehen, dass er wieder leuchtet. Und auch hier an der Seite die Beleuchtung von dem Display, die ist auch wieder da. Hier an der Stelle sieht man dann auch, weshalb dann mit dem Spray einfach hier vorne reinsprühen eigentlich nicht funktioniert. Hier ist nämlich so ein Blech und hier sitzt nochmal der Knopf drauf. Und wenn man dann hier zwischen die Blende mit dem Spray reinsprüht, ja, dann sprüht man das Zeug hier nur auf das Blech und am Ende des Tages habt ihr dann hier unten eine riesen Lache von dem orangen Zeug. Da habt ihr euch noch euren Tisch damit versaut, aber den Verstärker habt ihr damit nicht wirklich repariert. Ja, der funktioniert soweit jetzt hier. Dann kann ich den jetzt wieder zusammenbauen und da machen wir natürlich nochmal einen kleinen Funktionstest. Und wenn ihr Interesse habt an Reparaturen für solche HiFi-Verstärker, klar, könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich auch mal gerne, wenn ich das nächste Mal so einen Verstärker habe, mal ein Repair-Video machen über so die gängigsten elektronischen Fehler, die so eine Endstufe oder der Vorverstärker haben kann und wie man so einen Fehler repariert. Diese Knöpfe hier sind in der Regel immer drauf gesteckt, also das heißt, die kann man ganz leicht abziehen und auch wieder draufstecken. Zum guten Schluss machen wir natürlich noch einen kleinen Funktionstest. So, da kratzt jetzt nichts mehr und die Regler funktionieren auch wieder perfekt. Und wenn man den Lautsprecherschalter drückt,
dann schalten auch beide Lautsprecher gleichmäßig ab, ohne Kratzen. Und die Skalenbeleuchtung, die funktioniert auch wieder super. So einfach und so schnell ist so ein Verstärker repariert. Klappt mit diesen beiden Produkten hier super. Schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, da habe ich euch da einen Link reingesetzt, wo ihr das Zeug für wenige Euro bestellen könnt. Ja, da könnt ihr natürlich auch andere Sachen im Bereich Elektronik mit sauber machen, sei es die Ladebuchse von eurem Handy oder den Kopfhöreranschluss von der Stereoanlage oder auch irgendein altes Kassettendeck, wo dann auch schon mal diese Regler ein bisschen kratzen. Ja, kann man diese Produkte super, super für verwenden. Und man muss natürlich so ein Gerät nicht wegwerfen und kann das reparieren. Wenn ihr da Fragen hier zu der Thematik habt oder irgendwelche Reparaturanfragen habt, könnt ihr natürlich gerne mal unten in die Kommentare was reinschreiben. Ihr findet mich auch bei Instagram und bei Facebook. Und wie immer an dieser Stelle sage ich natürlich, nicht vergessen, wenn euch das Video geholfen hat und das interessant war, ne, Daumen hoch und natürlich ein Abo dalassen. Das ist für uns YouTuber ganz wichtig. Und mir persönlich zeigt es natürlich auch, dass euch das Video hier gefallen hat. Und hiermit sind wir am Ende des Videos und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.